Wasser aus dem Felsen. Teil 8 der Geschichte von Mose. Gott hatte sein Volk Israel aus Ägypten befreit und Mose führte sie durch die Wüste in das Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Eines Tages kamen ein paar Leute zu Mose und beklagten sich. Wir sind jetzt schon eine Weile hier und uns geht langsam das Wasser aus. Hat dein Gott uns in die Wüste geführt, nur dass wir hier alle verdursten? Mose ging zu Gott und redete mit ihm. Da zeigte Gott ihm, was er tun sollte. Er ging zu einem Felsen und schlug mit seinem Stock dagegen. Da begann reines Trinkwasser aus dem Felsen zu fließen. So versorgte Gott sein Volk auch in der Wüste mit Wasser.